Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Romantik-Dinner-Video. Hallo, Swadika. Heute der versprochene zweite Teil vom Siam at Siam Hotel. Und ihr werdet sehen, es hat sich wirklich gelohnt, da nochmal einen zweiten Teil zu machen, weil am Abend und in der Nacht ist es hier noch mehr schön, ja, noch mehr interessant. Und wir zeigen euch die Highlights, die wir extra nochmal für euch jetzt hier in diesem Video zusammengeschnitten haben. Für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, blenden wir euch natürlich jetzt oben rechts mal kurz ein, kann man noch nachschauen, wenn es dann halt darum Informationen geht, um Preise und. Aber man kann dieses Video auch genießen als erstes und schaut sich dann halt das andere Video zum zweiten Mal an. Ja, am Abend sieht es schön hier, ne? Das ist die Sonne, viel Farbe heute. Genau, wir haben richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Ihr seht das ja hier in dem Zeitraffer-Video. Da wird es richtig schön farbig und schön dunkel, aber das ist nur der Schnellvorlauf. Ja. Wir haben euch natürlich die wichtigsten Sachen hier einzeln nochmal zusammengeschnitten. Also wir sitzen jetzt abends hier auf dem Zwischendeck. Das ist noch nicht das alleroberste, sondern das Zwischendeck quasi mit dem ersten Pool. Ne? Mhm. 24 Stock hier. Genau, hier ist der erste Zwischendeck. Man könnte auch im Pool liegen, aber da Mord sich ein ganz schönes Menü ausgesucht hat, haben wir mal auf das Pool-Liegen verzichtet. Warum? Isst sich halt ein bisschen schwieriger, ne? Unbedingt essen. Heute habe ich noch nie gegessen. Ganzer Tag. Ja, aber du hast ja schon stundenlang dich mit den Speisekarten hier beschäftigt, hast die Mitarbeiter schon ausgefragt, was es alles Gutes gibt. Vorbestellen musst du natürlich nichts. Die haben entsprechende Karten da, gibt auch Sonderangebote und so weiter. Und wie ihr uns kennt, fangen wir den Abend mit einem schönen Cocktail an. Mocktail. Ja, Alkohol gibt es hier nicht. Ohne Alkohol, ja. Vielleicht ist aber auch besser, es ist warm, es ist hier verdammt hoch. Vielleicht sollte man mal lieber mit alkoholfreien Sachen hier anfangen, da wir ja auch noch ein bisschen was vorhaben und euch ein bisschen was zeigen wollen. Also abends hier sehr, sehr schön mit dem, ja, mit dem Sonnenuntergang. Mhm. Das Licht verändert sich hier wirklich im, ja, im mehr oder minder Minutentakt, weil die Sonne halt wirklich schön untergeht auf der Seeseite. Man sitzt hier ganz entspannt, kann sich das alles in Ruhe anschauen und sehr genießen. Dieser Stock ist richtig sehr ruhig. Ne? Das ist uns gut privat, ne? Aber oben beschäftigt zu viele Leute. Ja, das hatten wir ja gestern schon gesagt, dass sich an bestimmten Stellen halt immer bestimmte Leute treffen oder sowas, was ja auch nicht schlimm ist. Dafür haben wir eine ruhige Ecke für uns und könnten noch mal ein paar private Tänze aufführen. Ja, genau. Wann gehe ich gerne von Tanzing alleine? Ja, was soll ich machen? Mit mir tanzt hier keiner. Ja. Die Musik ist laut, aber es tut der Stimmung keinen Abbruch. Mhm. Und ihr seht, so langsam wird es hier immer ein bisschen dunkler. Auf der Seite von der Stadt ist es noch hell. Hier hat man nochmal einen schönen Blick über Pattaya hier oben. Gleich kommt das große Flugzeug ins Bild, was ja auch bei uns schon im Video mal gewesen ist. Dieser Runway 88, noch nicht weitergebaut. Die warten auch auf bessere Zeiten wahrscheinlich. Mhm. Und ansonsten hat man hier oben wirklich einen wunderschönen Blick, wenn es dann halt gutes Wetter ist. Mhm. Dem Tag, wo wir jetzt das Video veröffentlichen, werden diese Bilder nicht mehr so schön geworden, weil heute ist sehr, sehr wolkig, hat ein bisschen geregnet am Vormittag, ein bisschen Gewitter sogar. Da hätte das nicht mehr so schön ausgesehen, ne? Jetzt Glück gehabt, ne? Wir müssen ja auch mal Glück haben, ganz genau. Farbe, das ist schön. Ja, wenn dir das gefällt, wenn du es noch schaffst, aufs Essen kurz zu warten. Gut für Romantik. Du hast Romantik, jetzt kommt dein romantisches Essen. Ja, genau, meine Lobster. Mhm. Lobster, ja. Lobster heißt es im Englischen, im Deutschen würde man Hummer sagen. Natürlich muss die teure Mia verlangen, hier Hummer bestellen, ist ja klar. Sehr lecker. Natürlich, was gibt es noch dazu? Du hast Burger. Ja, genau. Und bei dir gibt es halt noch so einen Salat mit Nudeln, mit Käse. Dazu French Fries, Pommes. Und ein bisschen Seafood und Champignon Fry. Genau. Ja. Also richtig schön gemacht, gut gegrillt alles. Mhm.
Möchtest du den Preis sagen oder lassen wir das lieber sein, sonst erkennen Leute uns für noch mehr verrückt? Ja, das ist fetter Meister. Nicht so teuer, so viel, aber geht doch, ne? Ja. Für deine Tasche. Mhm. Noch nicht richtig verloren, ne? Andere verlangen, bezahlen das als Monatsmiete, was du hier an einem Essen verdrückst. Schönen Dank. Ah, manchmal nicht immer. Vielleicht. Genau, wenn man, viel Arbeit für dich tun. Ja, absolut, ist ja auch richtig. Yeah. Man muss sich ja auch mal was gönnen können. Also die Zeiten, wo man wirklich nur aufs Geld schaut, die hatten wir in Europa gehabt, die hatten wir in Amerika gehabt. Jetzt sagen wir, okay, wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir nicht unbedingt schauen, was es kostet. Yeah. Wenn deine mir glücklich, dann nicht, lieber nicht schade geht, oder? Nö, absolut ja, nicht. Besser. Dann du ruhig bei deinem Leben. Mhm. Ist gut. Das heißt, wenn du fertig bist mit Essen, wirst du dich ins Bett legen und schlafen. Das freut mich zu hören. Aber darauf wetten kann ich natürlich nicht. Ja. Aber es gibt ein paar schöne Bilder, wie ihr seht hier im Sonnenuntergang. Eine hübsche Mia dabei. Genau. Der Hummer frisch. Ja. Ach, das Leben ist doch entspannt hier in Thailand. Der Nack ganz Zimmer stinkt. Nach Lobster? Nö, ich glaube nicht unbedingt. Kein Knoblauch. Nö, da ist nichts dabei gewesen. Also ich habe zum Beispiel keine Erinnerung. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß es nicht. Ja, lecker. Ja, das kann man hier genießen. Und während man isst zum Beispiel, geht jetzt hier ganz langsam die Sonne unter. Mhm. Man hat hier einen wunderschönen Blick über die Bucht von Pattaya. Einige Leute sind unterwegs am Strand. Das erkennt man jetzt hier durch die Kamera nicht so gut, aber... Langsam dunkel. Es wird langsam dunkel, genau. Farbe anders schon. Jetzt wird es schon Richtung Rot und Gelb und so weiter. Die Sonne geht natürlich jetzt an unserem Tag genau hinter dem Hightower runter. Haben wir natürlich wieder Pech gehabt. Das letzte Stückchen haben wir nicht gesehen. Mhm. Hat auch einer von unseren Zuschauern schon in die Kommentare zum Video gestern geschrieben, dass es ein bisschen zugebaut ist. Es ist aber, man muss jetzt auch und darf es auch nicht vergessen, das ist schon zweite Reihe. Mhm. Erste Reihe vorne an der Beach Road ist es natürlich ganz anders nochmal. Originalfarbe, ne? Ja, das ist auch ganz wichtig. Also wir haben das hier nicht nachkoloriert oder wir haben das jetzt nicht irgendwie mit Farben nachbearbeitet. Diese Farben nimmt die Kamera so auf und Natur. Unser Auge hat das auch so gesehen. Ja. Also jetzt ein bisschen Stich ins Violette rein, ja, das ist schon beeindruckend. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir müssen von abonnieren anschauen, wie schön, wie unser Auge. Nee, aber das ist genau so, wie das auch wirklich da ist. Da hat man einen schönen Blick und man kann ja auch zum Beispiel ohne hier zu wohnen, nur in die Bar hochfahren zum Essen. Und wenn man dann kommt, so zwischen 17 und 18 Uhr und der Tag ist sehr klar gewesen mit viel Sonne und so weiter, dann kann man das hier genauso erleben. Das ist schon schön. Ja. Da kann man nicht viel falsch machen. Ja, und wir bleiben natürlich sitzen, bis es dunkel ist. Um halt auch noch mal ein bisschen was zu zeigen, wie das hier auf den Straßen aussieht. Die Ambulanz fährt durch die Gegend. Ja. Hoffen wir keinen C-Fall. Nee, das ist ein privater Dienst, die werden wahrscheinlich nicht gekommen. Holen noch was. Ja, vielleicht holen sie auch nur was von McDonald's. Gehen wir mal von Positiven aus. Die holen sich nur von McDonald's was zum Essen. Die Sonne geht immer weiter runter und dann wird es halt wirklich so richtig tiefrot, fast violett. Also es sieht schon wirklich beeindruckend aus, auch wenn man das live mitkriegt. Ne? Wir Glück haben heute viel Farbe gewonnen, gesehen. Ja, das ist halt Zufall gewesen. Ja. Wenn wir das an dem Tag wie heute aufgenommen hätten, mit Regen, mit Gewitter, dann wäre das halt nicht so romantisch geworden. Mhm. Aber man muss ja auch mal Glück haben, oder? Ja, genau. Und am Abend sieht das Hotel keine Licht, ne? Hast du gesehen? Ja, ich wollte das traurige Thema nicht schon wieder ansprechen, aber die Zuschauer haben es ja gesehen, wenn die so einen kleinen Blick da auf die ganzen Kondos und Hotels hatten, dann habt ihr ja gesehen, dass da sehr, sehr viel dunkel ist. Ja. Vielleicht schlafen die Leute ja auch schon. Schlafen. Früh. Ach so, das ist noch zu früh. Zu früh. Ja, nachdem wir hier ausgiebig gegessen haben, haben wir uns entschieden, noch mal draußen so ein bisschen was aufzunehmen und ein bisschen spazieren zu gehen. Mhm. Allerdings nur ganz kurz. Weil das lohnt sich jetzt hier nicht, die halbleere Gegend hier zu zeigen. Ja. Viel ist es nicht. Drüben beim Central Marina fahren die Kinder noch Skateboard bis ungefähr 21 Uhr. Mhm. Danach wird dort auch alles zugesperrt, Licht ausgeschaltet. Dann ist vorbei mit Skateboardfahren. Mhm. Aber wir laufen hier noch ein bisschen nach dem schweren Essen. Ja. Ohne Alkohol, ja. Man geht heute gute Laune. Immer gute Laune, wenn ich zu Hause sitzen muss. Yeah. Hier ist es entspannt, das ist unser Urlaubstag heute. Mm-hmm. Guck mal, wie schön die das hier gebaut haben. Schön, ne?
Ja, das ist also schon beeindruckend. Also wenn man das alles so sieht, wie gesagt, es lohnt sich. Ihr habt es aus dem ersten Teil gehört, es ist wahnsinnig teuer, kaum bezahlbar für den normalen Urlauber. Aber es ist mal ein Erlebnis und damit ist das schön. So, jetzt kommt der romantische Teil vom Abend. Romantik? Ja. Ich bin nicht gesehen, aber trotzdem anschauen. Ja, natürlich, super, ganz genau. Danke für Angebot. Ja, das ist die romantische Badewanne aus dem ersten Teil. Jetzt kann man die mal in der Nacht sehen. Muss man den Zuschauern zeigen, die wollen das unbedingt sehen mit viel Romantik, mit Schaum und Wasser. Genau, was der Zuschauer sehen möchte hier. Ja. Gucken meine Posen. Ja, mehr gibt's hier nicht. Du weißt, wir sind ein seriöser Kanal. Ich bin hässlich, Frau. Entschuldigung. Wir sind ein seriöser Kanal. Das hat mit hässlich nichts zu tun. Lieber zeigen wir noch ein bisschen was von der Nacht. Wenn du da am Schwimmen bist, kann ich draußen noch ein bisschen auf den Balkon. Ich wollte noch ein paar Nachtaufnahmen machen, dass es richtig dunkel ist. Dann macht das natürlich sehr viel Sinn. Ja, besser nur ich alleine anschaue, deine Figur. Genau. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Wir sagen danke, dass ihr auch im zweiten Teil dabei gewesen seid. Kanal abonnieren, Video liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.